Hallo Leute und herzlich willkommen zu Folge 124 von Agrarian Skies. Wir nähern uns dem Ende. In der Zeit, wo ich hier brav quasi zwischen den beiden Folgen rumgefarmt habe, habe ich ein paar Bloodshards besorgt. Und das heißt, wir besorgen uns jetzt erstmal hier Empty Sockets. Sehr gut. Oh, das ist sogar ziemlich passend. Ha. So, ich habe Enchanted Fabric gemacht und ich habe Thaumium Ingots gemacht, weil wir brauchen ja noch die passenden Rüstungen. Und draußen ist es so laut gerade, ich kann gerade gar nichts machen. So. Einmal das, Thaumium, ach komm schon, gib mir die Thaumium-Rüstung, dankeschön. So, einmal das und einmal das. Plüpp, 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 perfekt. So, damit müssten wir jetzt in der Quest zumindest die Thaumium-Rüstung abgeschlossen haben. Übrigens, tut mir leid für den blöden Rasenmäher draußen, ich weiß nicht, warum der jetzt gerade unbedingt anfangen musste, Rasen zu mähen, genau wo ich aufnehmen wollte. So, Thaumium haben wir. Jetzt brauchen wir das Enchanted Fabric, da können wir uns dann dieses hier herstellen, wenn ich denn genug Zeug habe. Dafür gehen wir einfach mal hier rüber. Also ich denke mal, Thaumium herstellen und so, das habt ihr ja über die Zeit jetzt echt so oft mitgesehen, das ist ja schon fast langweilig gewesen. So, okay, geht da rein. So, Thaumatox Ropes, dann haben wir die Hose, perfekt, und wir haben die Schuhe. Eine Brille gibt es natürlich nicht, weil, hat ja auch einen Grund, ne? Die Brille ist ja quasi Standard. So, okay. Dann müssten wir da auch weiter sein. Das heißt, hier fehlen uns jetzt noch die Runic-Sachen, die beiden. Runic Chest Piece und Runic Leg Piece. Mal gucken, ob wir die direkt mal herstellen können. Oh, es ist so laut. Chest Piece. Piece. Brauchen wir Gold für. Primal Charm. Niter. Hier machen wir das. Oh, also es tut mir echt leid, wenn man es hören kann. Mich nervt das gerade übelst, aber ich kann nichts dagegen tun, weil das Fenster ist schon zu. So, okay. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Scribing Tools, 2 Primal Charms, 5 Niter. Okay, so. Boah, Junge, ey. Irgendwann anders wäre echt gut. Primal Charms haben wir hier. 1, 2 Stück. Dann brauchen wir Gold. Machen wir uns einfach mal schnell. Und zwar, was brauchten wir genau? Chest und Leg. Das heißt, wir brauchen einmal eine goldene Hose. Und einmal eine goldene Rüstung. Ah, Junge! Eine Sekunde. So, da sind wir auch schon wieder. Ich musste mal kurz ragen draußen. Okay, so. Wir brauchten noch Niter. Habe ich noch Niter? Nitor. Ja, der pustet irgendwelche Blätter weg da draußen. Keine Ahnung, was der... Arg, so nervig. Okay, so, wir haben... Also, wir haben unser Nitor. 3, 4 brauchen wir. Wir brauchen noch Ember und das und 2 Scribing Tools. Ember und Scribing Tools. Feder, Flasche, Schwarz. Okay. Federn haben wir ja mehr als genug. 1, 2. So, dann bauen wir uns noch schnell die Scribing Tools zusammen. Vor allem das Witzige ist, ich höre den immer noch, obwohl er jetzt schon einen halben Kilometer weg ist und es nervt so übel. Scribing Tools, Scribing Tools, so. Okay, wir brauchen also, welche Anordnung? Charm, Scribing Tool, Niter, 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 Fabric, Ember, okay. Charm. Alter. Ember. Fabric. Okay. Also erstmal Primal Charm. Da können wir hier den zweiten gleich reintun. Niter, Niter, Niter. Ist das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Boah, diese... Enchantments im ja, das Scribing Tool links und hier Ember und Fabric, okay. Ember, Fabric
Und einmal Scribbling Tools. Sehr gut. So, die Scribing Tools müssten bei beiden gleich sein. Das heißt, das kann ich wahrscheinlich auch schon reinwerfen. Ich glaube, ich brauchte fürs zweite zweimal Nitor. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich noch einmal Nitor herstellen. Juhu. So. Für Leg Piece. Das bleibt gleich, das bleibt gleich, das bleibt gleich. Okay, ich brauche also noch auf jeden Fall einmal Nitor. Nitor. Ignis, Lux und Potentia. Und damit Glowstone, okay. Zum Glück haben wir ja so ziemlich alles irgendwie hin. Okay. Erstmal die ganze Rüstung hier weg. Das würde ich gerne irgendwo noch aufstellen. Das müssen wir uns auch noch überlegen. Weil die sind schon cool, die Thaumaturgs-Sachen. Und die Thaumaturgs-Sachen sind auch richtig geil. So, okay. Also. Blüppeldi. Ich habe vergessen, meine Uhr zu stellen. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich zu lang. Oder ganz toll zu kurz, weil ich es verkackt habe. Ignis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lux. Potentia. Glowstone Dust. Plüm, 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 plüm. Sehr gut. So, okay. Welche bleiben dann jetzt frei bei dem Leg Piece? Da bleibt frei hier jetzt der letzte. Das heißt, hier machen wir jetzt nichts weiter rein. Hier kommen die Scribing Tools rein. Die zweiten, genau. Hier machen wir nichts weiter rein. Hier kommt Nitor und Nitor rein. Und hier drüben, das bleibt beim Fabrik. Und das bleibt beim Ember. Sehr schön. Und hier, der Charm war schon drin. So, das heißt, wir fangen jetzt an mit der Chestplate. Und danach kommt die Hose. So, einmal den Zauberstab schwingen. Bitte. Oh Gott, ich habe gar nicht geguckt, ob wir genug Essenzen haben dafür. Oh oh. Ich habe Angst. Was brauchte er dafür? Prickend tut Armen und Potentia. Potentia, aber nicht wirklich viel. Moment, wir brauchen gerade mal echt unsere Brille. Den Sanguinhelm. Er hält es zumindest stabil, solange es geht. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal Tutamen. Hier noch ein Glas. Oh, nice. So. Stellen wir einfach mal hier irgendwo hin. Klick. Ah ja. Potentia. Wo ist denn Potentia gewesen? Hier, genau. Sehr gut. Und ich hoffe, Präsentatio, Dingsi, Gebimsi hat er genug. So. Hoffen wir einfach mal. Sieht eventuell ganz gut aus. Sag mir jetzt bitte nicht, es fehlt ihm eins. Ah ne, er hat noch ein zweites Glas gefunden, das ich wahrscheinlich komplett übersehen habe. Nee, doch nicht. Okay, dann. Prä. Mal hier nochmal spannend hier zum Ende hin, ey.
So, bam, rein damit und gib ihm. Theoretisch müsste er es auch aus den Dingern rausziehen können. Wenn ich mich recht entsinne. Ich entsinne mich anscheinend nicht recht. Hm, wo bist du? Wo bist du? Bist du da? Komm her. Ich brauche dich. Gut, dass wir so ein stabiles Setup haben. Ansonsten würde hier schon alles voll mit irgendwelchem Zeug rumflubbern. Da. Chuck. Chuck. So. Kriegst du es jetzt hin? Ja. So, Potenzial machen wir gleich wieder voll. Und dann müsstest du die Items auflösen. Jo, das sieht gut aus. Oh Mann, so, was braucht er für die zweite? Dann können wir da nämlich gleich noch reingucken. Das gleiche, das heißt 15 Tutamen, 30. Das machen wir gerade und Potenzial müsste jetzt auch noch 30 da sein. Können wir aber noch nachfüllen. Potenzial ist auf jeden Fall noch genug da. Wir sind auch inzwischen 30 da. So, dich kann ich hier mitnehmen. Dankeschön. Und Tutamen da. 24 reicht nicht ganz. Ist aber nicht so schlimm. Wozu haben wir den ganzen Mist denn hier? So, du kommst einfach hier hin. Ich habe so viel Zeug hier inzwischen, so viele Essenzen, dass man einfach nicht darüber nachdenkt, ne? Dass da eventuell noch was fehlen könnte. So, du bist fertig? Ja. Fast. Also er destilliert noch ein wenig. Und jetzt können wir hier mal Tutamen. Halber Stack sollte mehr als genug sein. So, und wenn du hier mit fertig mit destillieren bist. Können wir das auch noch gleich machen? Aber wisst ihr was? In der Zeit, wo er destilliert, gehen wir mal kurz rüber. Hui. Ist mein Jetpack leer? Ach ne, ich habe es oben zum Laden, glaube ich, drum, genau. So. Wie sieht's denn bei dir aus? 1,2 Millionen Lebenspunkte, yes, sir. So, okay. Ich hätte dich natürlich gern wieder. Ich habe übrigens hier die 4 Augmented Capacity Runes direkt mal reingebaut. Hier sind unsere Blöcke, die ich hergestellt habe und dann lassen wir ihn jetzt mal basteln. Boah, wenn man überlegt, was das kostet, ist einfach nur unglaublich. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Hust. Für unsere Quest also quasi. Und last but not least, boah, hier ist so viel drin, dass es echt egal ist. So, okay. So, und ihr füllt jetzt hier brav meinen Altar auf. Finde ich super von euch. Echt, gefällt mir. Okay, wir haben 4 Nether-Iridium. Wie bist du denn jetzt daraus geglitscht? Gott, guckt euch das mal an hier. Die stehen schon wieder Schlange. Aber ich brauche die halt momentan echt. Darum läuft der die ganze Zeit durch. Quest. Quest, 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 Quest. Da. Blüppidi. Blüpp, blüpp. The End. Jack of all trades. Manual submit. Okay, wir kriegen hier alles, was natürlich ziemlich anstrengend gerade ist. Das heißt, wir werden jetzt erstmal alles, was wir überhaupt nicht brauchen im Moment, hier direkt entsorgen. Das kann weg. Das war ja noch in einer meiner Maschinen drin, warum auch immer. So, das kann weg. Das kann alles weg. Den brauchen wir gleich noch. Du kannst wieder weg. Tutamen wollten wir gerade noch herstellen. Das brauchen wir also auch noch. Wo ist denn hier das Tutamen-Glas? Hier. Perfekt. So, dann kommst du hier weg. Das Tutamen-Glas kommt dahin. Das kriegst du dann noch. Kannst es direkt destillieren. Du kannst dahin. Da stehst du auch gar nicht im Weg oder so. So, das brauchen wir gleich noch. Die Glass-Vials brauchen wir nicht mehr. Stomanomicon brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, dann haben wir ihn hier. Bist du schon bei 30? Ja. Haben wir ihn an. Kann ja gleich die nächste Dings machen.
Was, wir brauchten dafür noch. Okay, wie sieht's mit Potenzia aus? Potenzia? Check. Okay, ja, dann sollte das jetzt kein Problem darstellen. Ihr sollt. Oh, Potenzia war da hinten auch noch. Krass. Oder bin ich jetzt. Ne, er hat Potenzia noch gar nicht gezogen, oder? Ne. Precantio. Magie. Precantatio heißt es, glaube ich, genau. Ich werde es mir nie merken. Es ist mir zu latinisch. Komm schon, komm schon, komm schon. Bau mir meine Rüstung. Tralalala. Zerrupf alles, was hier rumliegt. So, jetzt müsst ihr anfangen aufzulösen, genau. Schwink. Okay, er braucht keine Zusatzelemente momentan, das heißt, es scheint alles gut zu sein. Verpasse ich gerade irgendwas? Ich glaube, ich fliege gerade aus dem Internet, wenn ich mich hier... Yep, sieht fast so aus. Also ich bin gleich wieder da. So, da hat man schon wieder mal einen kleinen Cut drin. Ah, ich habe mich so gefreut. Ich bin schön vom Server geflogen, musste dann erstmal den Server neu starten und so weiter. Aber wir haben unser Legpiece. Yes! So soll das sein. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Dragon Rights. Oh, Beat Domination. 100.000 Forestro. Bitte. Okay. Wir brauchen jetzt die Bounce-Sache nur noch. Alles. Runic Leg Piece. Manual Detect. Ah, geht doch. Ich wollte gerade sagen, so, hallo, habe ich doch gerade hergestellt. So, dann tauschen wir mal hier gegen das aus. Genau. Schmeißen die hier mit rein. Hier haben wir einen Haufen Armor-Zeugs. Boah, wir haben so viel Runik-Kram, das gibt's gar nicht. Okay, so. Das heißt, wir müssen jetzt die Bounce-Sachen noch herstellen. Ich weiß gar nicht, ob es danach eventuell nicht noch weitergeht. Also es kann ja auch durchaus sein, dass er sich darauf denkt, oh komm, hier gibt's bestimmt noch was anderes, was man herstellen kann. So, okay. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier rüber. Die Frames habe ich dabei. Wir brauchen jetzt die Sockets gefüllt. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich nervig. So, gibt es jetzt hier den Dagger eigentlich? Warum habe ich keinen Dagger mehr? Habe ich noch ein Invar-Sword? Invar-Sword? Ich hoffe, er nimmt als Mitverzauberung. So. Invar-Sword, bitte. Ich sehe keine Blubbels. Das scheint nicht so gut zu sein. Ja. Yep. Macht nichts, verdammt. Aber ich habe schon eine Idee. Und zwar holen wir jetzt einfach noch ein Invar-Sword. Welcher Mob auch immer dieses ganze Invar-Krams droppt, aber... So. Verarscht. So. Ja, es geht auf jeden Fall leicht runter und immer wieder hoch. Dürfte also kein großes Problem darstellen, den Dagger da zu haben. Und dann wird es erstmal richtig, richtig, richtig ätzend, kurzzeitig. Wir brauchen nämlich pro Empty Socket 30.000 Lebenspunkte. Dann halt so. So, das müsste jetzt für Selbstopferung da sein, oder?
Okay, gut. Für Opferung auf jeden Fall. So, dann packen wir hier die 28 Stück rein. Boah. Das könnte tatsächlich zu einem Problem werden. Mit der Menge. Ich hoffe, dass genug Viecher nachkommen, dass wir den auf Rot halten können. Der saugt sich auf jeden Fall schnell voll, beziehungsweise schnell leer. Oh Gott. Kann sein, dass wir die einzeln machen müssen, weil 900.000 Lebenspunkte sind doch viele, viele, viele Lebenspunkte. Und ihr seht, schon wieder leer. Und so schnell kommen die Viecher leider nicht nach. Er kriegt zwar immer wieder ein bisschen was, vielleicht reicht ihm das sogar, aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, jetzt hier so ein hohes Risiko einzugehen. Weil jetzt seht ihr ja schon... Nee, wir machen das mal anders. Der füllt sich zwar immer wieder auf, aber wir machen das mal in kleineren Schritten. So immer zwei Stück gleichzeitig. Weil, ihr seht hier, das dauert. Wir schubsen mal jetzt hier oben noch ein paar Viecher runter. Dafür brauchen wir natürlich erstmal unser Jetpack. Das heißt, einmal nach oben. Kurz schlafen, die Nacht überdauern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wie viele Forest Drones haben wir eigentlich? Ich glaube, Tatsache, Cookie hat während meiner Aufnahme Forest Drones gedumpt, weil er die aus dem System haben wollte. Was natürlich ziemlich ätzend ist, weil ich habe 700 und 10.000. Jetzt nochmal zu erfahren, ist schon ziemlich mies. Ich glaube, er hat alles, was an Drohnen irgendwie über einen gewissen Satz war, hat er einfach weggeschmissen. Und das ist kein Vorwurf an ihn. Ich habe damit ehrlich gesagt auch nicht mehr gerechnet, dass nochmal so eine üble Quest kommt. So. Okay. Haben wir zufällig noch Conveyor Belts? Eins. Ah, wie viel ist jetzt hier drin? 17.000. So, dann kommt die erstmal rein. So, filled sockets, perfekt. Okay, dann die nächsten zwei. Mit denen basteln wir dann erstmal was. Wo ist mein Dagger? Da. Dass man immer eine leere Hand dafür braucht. So, dann könnt ihr den erstmal wieder auffüllen und wir basteln mal schon mit jemand was. Und zwar brauchen wir einen Aktivationsstein quasi damit. Ich weiß nicht, ob man den mehrfach braucht. Das werden wir gleich sehen. Und ich glaube, den Archmage brauchen wir dafür. Nee. Magicians. Bam! Rein und Soul Armor Forge. So, dann brauchen wir noch den Activation Crystal. Da. Okay, ich denke mal, wir können 4 auf einmal füllen. Aber irgendwie reicht mir das an Menge an Viechern noch nicht so ganz. So, guck mal da.
So, du gehst da auch rauf aufs Fließband. Komm, geh aufs Fließband. Und du auch. Vier Stück, so. So, komm schon, kommt genug nach. Gut. Passt, und da müsste das theoretisch so, so in die Mitte die Forge und bam. So, damit haben wir Bound Boots. Okay, die Forge kann wieder abgebaut werden. Eigentlich, das wollte ich nämlich testen, ob man die mehrfach benutzen kann. Geht anscheinend sehr gut. Wir haben jetzt hier noch 20, 24, das passt ziemlich genau. Das Problem ist jetzt natürlich, wir müssen die füllen. Und irgendwie ist Spawnrate relativ bescheiden. Das heißt, wir bauen jetzt noch ein paar Conveyor Belts, damit die wenigstens alle vernünftig abtransportiert werden. Conveyor Belts. Plüpp. Chuck. Haben wir keinen Rubber mehr? Doch. Dann hau den hier mal durch. So, und derzeit füllt er unten auch wieder die... Ich wünschte, es gäbe eine schnellere Möglichkeit, weil wir haben, glaube ich, sogar noch Blut im System, wenn ich mich recht entsinne. Ja, 1000 Life Essence sind noch im System. Aber ich glaube, die Befüllung geht halt maximal über eine gewisse Größe, und also wegen dem Buffer. Und das war's. Ansonsten hätten wir das Ding nämlich ständig voll. Gucken wir mal, ist der hier deaktiviert oder aktiviert? Aktiviert immer, immer. Guck mal, wie schnell er sich jetzt füllt. Naja. Nicht wirklich so toll. So, das müsste eigentlich reichen, um mir alle zu geben. Was? So, okay. Die brauchen wir alle noch. Mal gucken, wie viele Durchgänge es da noch sind. Oh mein Gott. Ja, das sind noch ein paar Durchgänge auf jeden Fall. Aber soweit. Jetzt ist halt die Frage, ob man sich selber auch noch opfert mit einem goldenen Apfel. Die habe ich ja extra hier. Sacrificial Orb. Müsste ja eigentlich machbar sein. Relativ schnell. Das geht trotzdem schneller hier. So, next two. Ja, werden wir gleich machen. Werden wir eine große Menge. Ich mach mal kurz das Ritual hier aus. Lass mal hier möglichst viele antanzen. Es wird natürlich eine ganze Menge werden. Aber es müsste uns dann quasi den Übergang ermöglichen. Und in der Zeit bauen wir jetzt noch die restlichen. Wow, was ist mit dir los? Wie bist du denn da rausgekommen? Ach, du bist da gar nicht rausgekommen. Okay.
Du tust nur so. So. Klack. Rubber. Flip. Zwei Stacks müssten eigentlich ausreichen. Dann können wir die von den Seiten nämlich noch rüberschieben und alles ist gut. Können wir einfach hier so. Ich weiß gar nicht, ob die auf den Conveyor Belts auch direkt spawnen können. Aber je weniger Platz die haben, auf dem es nervt quasi, umso besser. So. Ja, ich will gar nicht mit dir handeln. Ist lustig, wenn man selber auf die Conveyor Belts raufkommt. So. Geh jetzt noch rüber hier. Komm. Geht mal darauf. Danke. So, du auch noch. Los, geh. Check. Also, kannst du mal hier weggehen, bitte? Geh mal hier aufs Conveyor Belt, genau. Lauf, Leute. Du auch? So, jetzt ist die Frage, ob die immer noch darauf spawnen. Aber wenn nicht spawnen, seid alle in der Mitte, ist mir auch egal. Auf jeden Fall ist jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alle rübergetrieben werden. Sehr gut. So, das heißt, wir brauchen jetzt nur was Ordentliches zu essen und dann ist alles gut. Wow. Burger? Achso, ich habe ja hier noch welche. Egal. Boah, das geht hier schon so ab gerade. Das ist echt übel. Okay, wir schmeißen jetzt einfach mal hier 8 Stück rein und opfern mal. Schön, dass es gerade hier so leise ist, ansonsten wäre es wahrscheinlich ziemlich übel. Na? Na komm schon, füll sie auf. Tu mir den Gefallen. Na also. Okay, so können wir auf jeden Fall 8 Stück füllen und ich glaube, es sind schon wieder genug auf dem Weg. Yep, sehr gut. Okay, wir haben 12. Das heißt, wir können eigentlich mal das nächste Teil bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ja, glitscht durch die Gegend, finde ich super. So, und du, dann brauchen wir den Activation Crystal. Und Bams. Sehr gut. So, 4 haben wir noch. Das bringt uns gerade gar nichts, aber wir können schon mal anfangen, die Hose zu bauen. Dim. So. Und wir füllen die nächsten.
Allzu anstrengend ist es jetzt zum Glück nicht mehr. Wir können jetzt wieder 8 Stück reinschmeißen und dann sollte es genau passen eigentlich. Ach ja, ist natürlich der einfachste Weg, ne? Ein Glück, dass wir die haben, ey. Wenn wir die Villager nicht hätten, wäre das echt ein Problem. Boah, was da an Lebenspunkte? Das sind 900.000 Lebenspunkte, die wir da mal eben verschwendet haben. Boah, heftig. Punkte. Und ja, ich weiß, die Folge ist wahrscheinlich schon extrem lang, aber das kommt mir natürlich nicht so vor, weil ich zwischendurch ja zweimal quasi abwesend war. Also entschuldigt, wenn euch die Folge zu lang ist. Ich tut mir leid. So, da haben wir sie. Dann machen wir mal kurz die Spawner aus. Weil noch mehr Zeug muss jetzt nicht zwingend sein. Und der Schalter ist übrigens nur so komisch, weil es da auch einen kleinen Unfall während des Serveraufbaus gab. So. Die Hose. Okay, und der Helm. So. Damit haben wir ein echt nettes Set, also eigentlich gefällt mir das. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch irgendwas gibt, aber es ist auf jeden Fall da. So, du kommst weg, dich nehme ich wieder mit. Genau, und wir gucken mal kurz in unser Questbuch. Ich glaube, wir werden jetzt über unsere Lebenspunkte protected. Das ist der Punkt. Ach, es geht noch weiter. Utility Armor Suit. Die Exo-Sachen. Armored Resonant Jetpack? Habe ich doch. Ach, nicht Armored, okay. Das hatte ich natürlich, war super. Tja, dann haben wir ja auf jeden Fall für die nächste Runde noch was zu tun. Und theoretisch könnte ich auch mal die ganzen Drohnen reinsetzen. So, das soll es für die heutige Folge aber auch gewesen sein. Wir haben eine ganze Menge wieder mal geschafft, hier den ganzen Magical Armor Kram durch. Jetzt noch die Utility-Sachen danach und dann sind wir ja schon sehr weit im Grunde. Boah, die ganze Armor verdient eigentlich eine eigene Halle mit Armor-Stands. Nur dafür. So, klack, klack, klack. Dich brauche ich gerade nicht mehr, dich nicht mehr, dich mit mir. Das sollte ich wieder anziehen. Du kommst weg. Du wirst gegessen. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. So, und dann sieht das schon alles viel, viel angenehmer aus. Dann werde ich mich jetzt gleich ins Bettchen packen, also hier im Game. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.